Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Dies ist die letzte Torte vor den Sommerferien, die ich euch zeigen werde. Es ist eine wunderbare Sommertorte mit Beeren und zwar ist sie No-Bake, das heißt, ihr müsst den Ofen nicht anschmeißen. Es ist eine Kühlschranktorte. Ich habe mir gedacht, das ist ein schöner Abschluss für meine Videoreihe für das erste Halbjahr, denn ich werde mir jetzt Zeit nehmen. Ihr wisst ja vielleicht, ich bin umgezogen mit meinem alten Dinosaurier-Blog von blogspot.de auf meine eigene Domain sugarprincess.de und da schraube ich noch so ein bisschen an den ganzen Finessen und wundert euch bitte nicht, wenn ihr auf die Seite kommt, auf meinen Blog kommt und es klappt da nicht 100% alles. Das liegt einfach daran, dass ich direkt an der Seite herumschraube und wenn ihr einfach was bemerkt, was noch nicht richtig stimmt, dann schreibt mir gerne, dann kann ich das gleich beheben. Ja, und langer Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns dann nach diesem Video erst wieder im September. Aber bis dahin könnt ihr in der Playlist sicher noch andere Torten finden, die ihr noch nicht gesehen habt. Und ja, ihr macht vielleicht auch alle schon Sommerpause. Ja, und diese wunderbare Torte besteht aus einem einfachen Krümelboden und einer leckeren Frischkäse, Joghurt, Creme, natürlich den frischen Beeren in der Creme und oben auf als Dekoration. Ja, und wir starten gleich mit dem leckeren Krümelboden. Das sind die Zutaten für den Krümelboden. Wir haben hier 150 Gramm Löffelbiskuit und 90 Gramm Butter oder Margarine. Die habe ich mir schon zerlassen. Und ich werde die Torte in einer 26er Springform zubereiten. Aber ihr könnt sie auch in einer 24er Form zubereiten. Das geht genauso gut. Sie wird dann einfach nur insgesamt etwas höher. Die Löffelbiskuit werde ich mir jetzt gerade im Mixer zerkleinern, dass sie schön fein sind. Und solltet ihr keinen Mixer daheim haben, dann könnt ihr natürlich die Löffelbiskuit auch in einen Frischhaltebeutel oder in ein Tütchen geben und einfach mit dem Rollholz drüber rollen oder sie in einem Mörser zerstoßen. Das geht genauso gut. Und hierzu gebe ich jetzt meine zerlassene Butter. In meinem Fall ist es jetzt Margarine bzw. so eine vegane Butter. Nehmt da einfach das, was euch am besten schmeckt. Denn wenn etwas aus zwei Zutaten nur besteht, müssen natürlich die einzelnen Zutaten höchste Qualität haben und euch auch wirklich schmecken. Das verrühren wir uns miteinander. Und ihr seht, dann verbindet sich das ganz einfach und schon ist unsere Masse für den Boden fertig. Ich finde das immer super. Gerade im Sommer, wenn man keine Lust hat zu backen, den Ofen anzuwerfen, es dann noch heißer wird. So, die Masse ist fertig. Wir können sie uns schon in unsere Form geben. So, das war es auch schon. Dann wird es festgedrückt. Es ist natürlich so, wenn ihr jetzt keine Form habt aus Email, auf der ihr schneiden könnt, nachher die Torte, dann solltet ihr noch ein Backpapier einspannen und den Boden dann auch vielleicht direkt schon auf der entsprechenden Tortenplatte zubereiten. Denn diese Böden lassen sich schwer nur verheben, also am besten direkt auf der Platte machen, auf der man ihn haben möchte später. Genau, und jetzt drücken wir uns den Boden hier einfach gleichmäßig in der Form fest. Wunderbar. Das geht übrigens am besten mit einem kleinen Spatel, da kommt ihr ganz gut in die Form rein. Mit einem großen Spatel wird es dann schwierig. Sonst auch vielleicht einen Löffel einfach nehmen. Und das muss jetzt erstmal kalt gestellt werden, damit sich einfach der Boden schön festigt. Und in der Zeit werden wir uns die Füllung zubereiten. So, wir benötigen 10 Blatt Gelatine. Ihr könnt natürlich entsprechend auch Agatine verwenden. Das geht genauso gut. Gerade bei diesem Rezept geht das gut, werdet ihr gleich sehen, denn wir werden uns gleich den Traubensaft und den Zitronensaft miteinander erhitzen. Und da kann man dann die Agatine auch ganz gut mitkochen. Die muss ja immer 2 Minuten sprudeln kochen. Die Gelatine hingegen, die müssen wir jetzt kalt einfach 5 Minuten einweichen lassen. Die stellen wir gerade beiseite. Und wir geben uns unseren Frischkäse, das sind 600 Gramm, in eine Schüssel. Da könnt ihr auch genauso gut auch Mascarpone zum Teil verwenden. Oder ich kann mir auch Quark gut vorstellen. Also da könnt ihr ruhig einfach einen Teil des Frischkäses ersetzen, wenn ihr das wollt. Es muss nur 600 Gramm sozusagen recht feste Masse sein, das ist wichtig. Und dann gebe ich mir den Joghurt dazu und da haben wir 300 Gramm Joghurt und ich nehme da immer am liebsten griechischen Joghurt, den habe ich jetzt nicht bekommen. Dann habe ich welchen aus Heumilch genommen, also richtig gut schmeckenden Joghurt, wenn es geht, denn
Auch da ist es so, je besser die Zutaten sind, desto leckerer ist nachher eure Torte logischerweise. Und ich nehme da auch keinen Magerjoghurt, sondern Vollfettstufe natürlich. Dann kommt der Zucker hinzu, 125 Gramm, und zwar nehme ich da gerne Feinzucker, der löst sich einfach schneller auf. Und ich reibe mir noch ein bisschen Zitronenschale mit hinein, ungefähr die Hälfte von einer Zitrone. Das könnt ihr ganz nach Geschmack tun, könnt ihr auch ganz weglassen, wie ihr wollt. Darauf achten, dass ihr nur das Gelbe abreibt, nicht das Weiße mit. Das Weiße schmeckt sonst bitter. So, und das verrühren wir uns jetzt alles miteinander, bis sich der Zucker schön aufgelöst hat. Wunderbar, schön cremig. Das stellen wir uns gerade beiseite. Und jetzt geben wir uns 180 ml Traubensaft in ein Schüsselchen oder in ein Töpfchen. Plus 20 ml Zitronensaft von der Zitrone. Das war bei mir jetzt so ungefähr etwa die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte der Zitrone. Habe ich mir ausgepresst. Ungefähr 20 ml. Ich werde mir das jetzt gerade in der Mikrowelle etwas erhitzen. Ihr könnt es auch auf dem Herd erhitzen. Allerdings, die Flüssigkeit sollte nicht kochen, denn Gelatine, die mag es nicht, wenn sie in kochende Flüssigkeit kommt. Die wird dann nachher nicht fest werden. Deswegen darauf achten, die Flüssigkeit nicht kochen lassen. So, wunderbar. Da ist meine heiße Flüssigkeit. Und hier ist meine Gelatine. Die habe ich mir jetzt schön eingeweicht. Und so können wir sie auch gut ausdrücken jetzt. Einfach zwischen den Fingern, sodass das überschüssige Wasser rauskommt. Das benötigen wir ja jetzt nicht. Wir haben ja genug Flüssigkeit. Das kommt weg. Und jetzt haben wir hier unseren heißen Traubensaft mit dem Zitronensaft gemischt. Und da geben wir jetzt einfach die Gelatine hinein. Und ihr seht schon, die löst sich quasi von selber auf in der Flüssigkeit. Die verschwindet einfach. Ich helfe da noch mal ein bisschen nach, indem ich einfach verrühre und schaue, dass sich wirklich alles auflöst. Und mehr müssen wir gar nicht tun. Jetzt ist unsere Gelatine bereits fertig zum Angleichen. So, wunderbar. Und jetzt nehmen wir uns einfach hier ein paar Esslöffel, so 3 bis 6 Esslöffel von unserer leckeren Frischkäse-Joghurtcreme und rühren die da rein. Vorsichtig. Das dient einfach dazu, dass wir hier die Temperatur der Gelatinemischung mit der Temperatur unserer Quarkcreme angleichen. Und dann können wir die Gelatinemischung wieder in unsere Frischkäse-Joghurtcreme einrühren. Ja, und jetzt geben wir die Masse nach und nach zu unserer Frischkäsecreme hinzu. Am besten unterrühren, dass da wirklich gar nichts klumpt. Und ihr seht, wunderbar. Keine Klumpen. Unsere Creme ist fertig. Jetzt stellen wir sie in den Kühlschrank für 10 Minuten ungefähr, bis die Creme anfängt, dicklich zu werden. Das ist einfach wichtig, damit die Beeren nicht alle an den Boden sacken, damit sie so ein bisschen von der Creme aufgehalten werden. Das heißt, einfach etwas angelieren lassen und dann erst die Beeren unterheben. Genau, ab damit in den Kühlschrank. So, 20 Minuten war jetzt meine Creme im Kühlschrank. Und ich habe sie ab und zu mal durchgerührt und ihr seht, sie ist schön dicklich geworden und das reicht uns auch jetzt schon. Also nicht zu lange drin lassen, sonst wird sie natürlich fest und dann habt ihr nachher Klumpen in der Creme. Jetzt können wir aber hier unsere Mischung aus Früchten hinzugeben und ich habe jetzt hier einfach eine Mischung aus 100 Gramm Himbeeren, 100 Gramm Johannisbeeren und 100 Gramm Blaubeeren und die gebe ich jetzt einfach dazu. Die habe ich mir natürlich vorher abgewaschen und halbwegs abgetrocknet oder abgetropft. Und die heben wir jetzt vorsichtig einfach hier unter. So, fertig. Und jetzt können wir uns unsere leckere Beeren-Frischkäse-Joghurtcreme auf unseren Boden geben. Die Form war bei mir jetzt die ganze Zeit im Tiefkühler. Die kann ruhig richtig schön kalt werden. Das macht gar nichts. Der Boden ist schön fest geworden. Und wir geben einfach die Creme hier oben auf. Also ihr seht, das ist denkbar einfach. Jetzt kann man das Ganze noch so ein bisschen am besten verwackeln,
dass wirklich alles sich schön glatt verstreicht in der Form. Und jetzt muss die Torte natürlich noch mal mindestens 4 Stunden besser über Nacht kalt stehen. Dafür decke ich sie mir ab und ja, morgen werden wir sie dann zusammen fertig ausdekorieren. So, meine Torte ist schön fest geworden und ich werde sie jetzt ganz, ganz einfach nur dekorieren mit den frischen Früchten des Sommers, mit Johannisbeeren, Blaubeeren und Himbeeren. Und ich habe mir meine Früchte alle der Reihe nach gewaschen und getrocknet. Die Blaubeeren schön abgewaschen und getrocknet und die Johannisbeeren von den Rispen gezogen. Mit einer Gabel geht das am besten. Und dann guckt man noch so, ob noch irgendwo ein grünes Stängelchen hängen bleibt. Ja, und jetzt schneide ich mir einfach die Torte mal aus dem Ring vorsichtig. Gut, und den Ring öffnen und da löst sich es auch schon ganz gut. Den Ring oder Tortenring vorsichtig entfernen. Sehr hübsch. Ja, das ist unser Törtchen. Ich lasse meine Torte jetzt auf der Unterlage, denn das ist eine Platte, auf der ich auch schneiden kann. Da muss ich nichts verheben. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch einen Guss hier oben aufgeben und den gerade noch fest werden lassen. Dann erst die Früchte aufgeben, vielleicht auch noch Sahnehäubchen, wenn ihr wollt, in einer anderen Farbe, zum Beispiel rosa. Aber wir wollen es ganz einfach machen. Wir machen jetzt einfach einen Kreis aus Früchten hier ringsrum. Legen sie ganz locker einfach als Rand quasi hier herum. Ich fange mal mit den Blaubeeren an, immer so in kleinen Grüppchen, weil dazwischen dann noch die anderen Beeren kommen. Und ihr seht, dass sich die Torte sofort verändert. Ihr könnt natürlich auch nur einen Halbmond machen oder alles in die Mitte stapeln. So, erstmal die blauen Punkte, vielleicht hier noch einen. Es ist immer ganz nützlich zu wissen, dass eine ungerade Anzahl von Elementen schöner wirkt als eine gerade Anzahl. Das ist übrigens auch bei Pflanzen so. Deswegen gebe ich jetzt hier überall, wo es eine gerade Anzahl ist, noch einen dazu. Kann auch ruhig asymmetrisch sein, so ein bisschen. Jetzt kommen unsere Johannisbeeren. Die habe ich mir von den Rispen gezogen, habe ich ja schon gesagt. Die gebe ich jetzt hier so ein bisschen dazwischen, dass sich einfach eine Art, ja, wie ein Kranz ergibt. Sozusagen unser Sommerkranz. So, und ihr seht, wunderschön sieht schon aus. Und jetzt nehmen wir noch unsere Himbeeren, denn die sind ja auch in der Torte und legen die noch so ein bisschen dazwischen einfach. Da habe ich nicht so viele, deswegen werde ich sie jetzt hier so einfach peu à peu auf der Torte verteilen. Und dann habe ich mir aus dem Garten noch ein paar Melisseblättchen gezupft. Und gerade gewaschen und abgetrocknet. Und die kommen jetzt einfach für die grünen Farbelemente auch noch dazu. Das ist einfach sehr, sehr hübsch und macht noch einen frischeren Eindruck. Sehr schön. Und natürlich muss was in die Mitte. Und ich habe mir noch ein paar Rispen übrig gelassen und die lege ich jetzt hier in die Mitte. Und natürlich noch ein paar Blaubeeren. Ja, und ganz zum Schluss noch etwas Melisse. Und das Törtchen ist fertig. Wunderschön sieht das Törtchen aus. Richtig klasse. So einfach und wirklich ein tolles Törtchen für den Sommer. Geht schnell und ist easy. Lasst uns probieren. So, dann schneiden wir unser leckeres Törtchen einmal an. Und einfach Hammer, wie das hier innen drin aussieht. Mal schauen, wie sie schmeckt. So, dann probiere ich das Törtchen mal für euch und hoffe, dass es mich erfrischt. Hier ist es unglaublich heiß in Hoffenheim schon wieder. So ein Törtchen ist jetzt genau das Richtige. Zart und fein. Sehr erfrischend. Noch mal einen.
Und dann sage ich euch, was ich denke. Super erfrischend schmeckt die Torte, richtig lecker. Ich würde sie auch nicht mehr ändern, großartig, sondern einfach so lassen, so schön einfach und schnell und genau das Richtige für den Sommer. Das war meine schöne Beeren-Sommertorte ohne Backen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr backt die Torte einmal nach. Backt in Anführungszeichen, denn ihr müsst ja nur den Kühlschrank anwerfen und nicht in den Ofen. Und schickt mir dann gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Alle Links dazu findet ihr wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch alle Zutaten und den Link zum Rezept zum Ausdrucken auf meinem Blog www.sugarprincess.de. Ich bin ja umgezogen und ich werde jetzt, wie schon gesagt, die nächsten Wochen noch an meinem Blog herumschrauben und es für euch so schön wie möglich gestalten. Also wundert euch nicht, wenn ab und zu was nicht funktioniert. Schreibt mir auch gerne, wenn was überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt wünsche ich euch allen ganz, ganz schöne Sommerferien. Wir sehen uns dann im September erst wieder. Und bis dahin viel Spaß in meiner Torten-Playlist. Ich verlinke euch die hier oben. Da habt ihr bestimmt einiges noch nicht gesehen. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und mir einen netten Kommentar zu hinterlassen. Gerne auch mit Wünschen schon für den September. Und ja, was soll ich sagen? Einen schönen Sommer euch. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!